Grüezi, herzlich willkommen in unserer Ferienwohnung in Fazerolles. Mein Name ist Alex Pfiffner. Wir haben hier eine Heizungsfernsteuerung und die möchte ich Ihnen gerne zeigen. Kommen Sie rein. Ich habe schon Erfahrung gehabt, weil wir vorher auf der Basis von 2G-Systemen hatten, das mit SMS funktioniert hat. Das ist dann abgestellt worden. Da mussten wir uns neu orientieren. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, eigentlich über das App von überall her die Heizung zu steuern. Ich kann die Temperatur hoch- oder runterstellen, egal wann, unabhängig. Und das ist eine sehr eine gute Situation. Ich war hier angewiesen auf Fachleute, auf die Aussagen der Fachleute. Und die Elektrofirma ist ja hier in diesem Gebiet sehr vertraut mit den Installationen und die haben wir auch am besten können roten, was ideal ist. Der Vorteil vom ganzen System ist ja in erster Linie eigentlich, dass man Heizkosten einsparen kann. Und so, wenn ich jetzt hier vergleiche, auch mit diesen Wohnungen im Haus, kann ich sicher mehr als die Hälfte der Heizkosten einsparen. Also ich rechne etwa mit 50-60% Kosteneinsparung. Und das ist mir natürlich längstens wert, so eine Heizungsfernsteuerung einzubauen. Ich würde das auf alle Fälle empfehlen. Es ist einfach verrückt, wie heute viel Energie nutzlos verpufft wird für Wohnungen, die geheizt werden und nicht bewohnt sind. Und ich würde hier eigentlich empfehlen, dass man möglichst ein einfaches System, das kostengünstig ist und aber voll funktionsfähig ist, installieren würde.